Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Unser Baustein für die Volus läuft in 2 Wochen. Ich bin gespannt, welche Fragen und welche Lösungsansätze dort von den jungen Journalisten diskutiert werden. Es sind wirklich turbulente Zeiten, die wir durchmachen. Ich bin lange dabei auf diesem Geschäft und auf diesem Feld. Und ich muss gestehen, ich habe bis jetzt nicht bei dem Streit um Zuwanderung und Asyl eine solche Überhitzung, eine solche Polarisierung erfahren. Und das Thema und die Aufgabe, von denen wir stehen, sind viel komplexer als die Lösungen, die vielerorts gestritten, um die vielerorts gestritten wird. Und die Entwicklungen, und das ist auch das Neue, das, was Angst auch macht in dieser ganzen Diskussion, die Entwicklungen, die mit der Flüchtlingsfrage verbunden sind, sind nicht absehbar, nicht kalkulierbar. Die Gesamtsteuerung der neuen Zuwanderung ist so nicht vergleichbar mit der Migration der Gastarbeiter in den 60er Jahren und auch nicht mit der heftigen Auseinandersetzung um die Reform des Asylrechts in den 90er. In diesen Tagen muss ich oft an das, was der Turiner Philosoph, Landsmann von mir, Norberto Bobbio, mir heute vor 30 Jahren bei einer Konferenz in Turin über Ost-West, über den Ost-West-Konflikt sagte. Ich muss ja daran denken bei der Vorbereitung dieses Beitrags für Sie. Bobbio war damals einer der wichtigsten Denker im sozialistischen liberalen Lager europaweit. Einige seiner Werke sind auch ins Deutsche übersetzt worden. Wissen Sie, sagte er mit dem sanften, freundlichen Blick eines Weisen, der weit über den Augenblick hinaus denkt und schaut, der eigentliche Konflikt, der sich hinter dem Ost-West-Konflikt verbirgt und bald an seine Stelle weltweit treten wird, ist der Nord-Süd-Konflikt. Und dies, prophezeite er, wird Wanderbewegungen zwischen den armen und den reichen Ländern dieses Planets auslösen, von denen wir uns heute keine Vorstellung machen können. Wir sind mittendrin und vielleicht erst am Anfang dieses Prozesses, dachte ich auf dem Weg hierher, der heute in unseren Alltag hautnah gerät und doch eigentlich schon lange vorhersehbar war. Das Gefälle zwischen armen und den reichen Regionen dieser Welt hat sich noch weiter vertieft und ebenso das demografische Gefälle. Beide sind strukturelle Ursachen von Wanderbewegungen. Der Krieg und die digitale Revolution fungieren als Brandbeschleuniger. Wir befinden uns mitten in einer globalen Herausforderung. Und man kann mit der Bundeskanzlerin über die Wege streiten, die sie bei der Bewältigung der Krise einschlägt, aber nicht, glaube ich, über die Prioritäten, die sie auf die politische Agenda setzt. Und die Bekämpfung der Fluchtursache steht mit Sicherheit an der ersten Stelle. Nun, die Konfliktlinie zwischen Nord und Süd, die Bobbio geopolitisch verortete, verläuft heute zunehmend auch innerhalb der europäischen Gesellschaft. Es sind die Millionen junger Menschen, die keine Beschäftigung in den Süd- und südosteuropäischen Ländern finden. Es ist die Verarmung der Mittelschicht, die nicht nur dort voranschreitet. Die Flüchtlingskrise, die sogenannte überlagerte und überhitzte Konfliktfelder und Linien, die bei uns auch im wohlhabenden und wohlbehüteten Deutschland, mindestens im europäischen Vergleich, noch in der Latenzphase stecken. Und ich bin mir sicher, die Angstdebatte, die wir zurzeit erleben, speist sich auch aus dieser Quelle der latenten Unsicherheit. Und zwar nicht nur an den Rändern, sondern auch in der Mitte unserer Gesellschaft. Die Antwort ist nicht einfach. Was ist unser Auftrag dabei als Medien? Ich komme hier zu meinem Punkt. Können Medien in der überreizten Republik eine andere Rolle übernehmen, als nur Resonanzkasten der Aufregungsströmungen zu sein, die sich heute auf dem Marktplatz der Öffentlichkeit tummeln?
Ja, ist meine Antwort, Sie können es. Sie tun es bereits vielerorts. Und zwar mit dem altprobaten Mittel des journalistischen Handwerks durch die Darstellung und die Einordnung von Fakten, das Nachforschen, die Auffällung von Hintergründen und so weiter und so fort. Und ich denke, die Medien transportieren auch viele Feindbilder. Sie haben das zu Recht gesagt. Aber ich glaube, dass die Lebenswirklichkeit und die Rolle der Medien heute ist besser als ihr Ruf, wenn ich das vergleiche mit der Diskussion und mit der Rolle der Medien in den 90er Jahren zum Beispiel. Auch Medien, die ich nicht so besonders liebe, wie die Bild-Zeitung, haben heute eine andere so Bilderpolitik, gerade was die Flüchtlingsfrage anbetrifft. Das heißt, die Medien spiegeln auch ab eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Also wir sind und wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und das sozusagen wird auch subkutan auch von den Medien und von den Medienakteuren auch mitverarbeitet. Die Medien sind Akteure dieser Gesellschaft und werden auch von ihnen Stimmungen affiziert. Deshalb müssen wir aufpassen, nicht in die Falle von Stereotypen zu tappen, die, es ist vorhin von den Kollegen erinnert worden, auch im Zusammenhang mit kriminellen Handlungen, die ab religiöser Einstellung oder ethnischer Zugehörigkeit abgeleitet werden. Das passiert auch übrigens bei aufgeklärten Journalisten und ich erlebe zunehmend auch in den Talkshows so eine Tendenz, eine zunehmende Tendenz, eine Spaltung zwischen wir und die. Wie gehen wir mit denen um? Ja? Das ist auffällig, auch in guten Programmen wie Phoenix oder ZDF-Diskussion. Aber jetzt komme ich zu einem Punkt, der sozusagen auch meine Vision ein bisschen einleiten. Die Medien müssen auch die ganze Bandbreite des Meinungsstreits abbilden, publizistisch aufgreifen und moderieren. Zensur und Ausgrenzung von populistischen Meinungsführern beflügelt nicht nur die Propaganda der Lügenpresse, sie gehört einfach nicht zum Selbstverständnis einer freien Presse. Die offene Gesellschaft, für die ich eintrete, ist heute in Deutschland eine plurale, eine multiethnische, eine multireligiöse, eine postmigrantische mit einem Wort, und zwar nicht nur an ihren Rändern letztlich, sondern auch in ihrer Mitte. Diese Mitte findet noch nicht zu einem neuen Wir, da haben Sie recht. Sie ist eher in sich zerrissen, überreizt. Unser Auftrag als Medienanbieter ist, dass sie, diese neue Mitte, sich in unseren Angeboten wiederfindet, in ihren ganzen Perspektivenvielfalt, mit ihren Kontroversen, mitunter grundsätzlich gegensätzliche Positionen. Eine solche Öffentlichkeit herzustellen und zu moderieren, gehört zu unserem Auftrag und potenziert die Abwehrkräfte einer offenen Gesellschaft. Ja, dies gehört zu einem neuen Integrationsauftrag, der, um wirksam zu werden, das gesamte Bild im Auge behalten soll. Und dieses gesamte Bild beinhaltet auch die Mitte und die Ränder der Gesellschaft, in der sich neben der Angstdebatte auch eine Neiddebatte sich langsam ausbreitet. Dieser Prozess der Meinungsbildung, ja des Meinungsstreits in einer Einwanderungsgesellschaft im Wandel, bedarf einer Adresse, einer neuen Plattform. Und da setzt meine persönliche Vision an. Darin soll auf dieser Plattform die mehrsprachige Information für die neuen Zugewanderten stattfinden, aber nicht nur das. Darin sollen die Netzwerke der Helfer, der Dienstleiter in einen breiten Austausch treten. Darin soll in moderierten Foren auch über das, was uns trennt und stört, angstfrei gesprochen werden. Darin sollen über Fluchtursachen und über das, was diese vor Ort auslöst, berichtet werden. Dies geschieht zwar vielerorts, aber noch nicht in einem neuen, integrierten medialen Entwurf vernetzt. Diesen Ansatz konsequent zu entwickeln in eine crossmediale, digitale Plattform, darin sehe ich persönlich die Aufgabe, vor allem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den ich hier auch vertrete. Der Landtag startete vor 15 Jahren eine Integrationsoffensive. Sie war zukunftsgerichtet, parteiübergreifend.
Das Land NRW übernahm damit eine Vorreiterrolle in der Integrationsdebatte Deutschland und europaweit und gab auch uns als FDR wichtige Impulse. Funk aus Europa war ein Jahr davor auf Sendung gegangen und in Zusammenhang mit der Integrationsoffensive startete auch damals die Integrationsoffensive des WDR, wo Pleitchen Integration als Querschnittsaufgabe, als Unternehmensziel deklariert. Ich komme gleich zum Schluss. Ich weiß, wir sind schon über die Zeit, aber das liegt nicht nur an der Länge meines Beitrags, hoffe ich. Heute sind wir bei uns im WDR, im Netz mit WDR4U, sind wichtige Ansätze entstanden, Keimzelle dieser möglichen Plattform, und darüber wird Isabel Schajani am Nachmittag berichten. Und dieses Angebot, das will ich jetzt im Plenum sagen, erreicht bereits über Facebook hunderttausende Users in den Flüchtlingscommunities. Lass uns daran arbeiten, und ich komme zum Schluss, dass eine solche Plattform wächst in ihrer Vielstimmigkeit, in ihrer Experimentierfreudigkeit, denn Integration kann ohne eine Kommunikation, die die Menschen erreicht und in der sie zu Wort kommen, nicht gelingen. Dankeschön.